So, willkommen zum nächsten Teil unserer Vorlesung Urheberrecht. Hoffe, Sie kommen gut mit. Es geht jetzt um die Frage, wie. Wir haben uns gefragt, was ist geschützt? Werke und Leistungsschutzberechtigte kommen später. Wer ist geschützt? Der Urheber, Miturheber und wie ist er geschützt? Das ist die dritte W-Frage. Und ich hatte Ihnen schon bei der Geschichte des Urheberrechts erklärt, da gibt es zwei Arten von Rechten. In Old Europe immer im Vordergrund Urheberpersönlichkeitsrechte. Und dann gibt es noch Verwertungsrechte, also DL-Rechte. Die gibt es auch in Old Europe, spielen aber traditionell nicht die Bedeutung, die die Urheberpersönlichkeitsrechte haben. So, hier sehen Sie diesen ersten Teil der wichtigeren Urheberpersönlichkeitsrechte. Geregelt ist das in Paragraph Fortfolgende, 11 Fortfolgende. Da steht, das Urheberrecht in 11 schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes. Also Satz 1, Urheberpersönlichkeitsrechte. Satz 2, Geldrechte. Und entscheidend ist das Wort zugleich. Die Urheberpersönlichkeitsrechte sind nicht zu trennen von den Geldrechten. Also das ist eine Vorstellung, die wir in Deutschland haben. Das nennt man Monismus. Urheberpersönlichkeitsrechte und Geldrechte fließen ineinander über, sind nicht zu trennen. Das sehen zum Beispiel die Schweizer anders. Die haben eine Konzeption, die heißt Dualismus. Und im Dualismus wird zwischen Geld und Liebe total getrennt. Wir haben es zusammen, zugleich, wie Paragraph 11 sagt. Und was sind das für Rechte? Die wichtigsten stehen in 12, 13, 14. Aber weil wir Monismus haben, haben wir urheberpersönlichkeitsrechtliche Aspekte in allen möglichen Nischen des Urheberrechtsgesetzes. Ich werde Ihnen dazu gleich noch was erzählen. Erstmal 12, 13, 14. 12 ist das Veröffentlichungsrecht. Na, lesen Sie mal. Paragraph 12. Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. Ich habe Ihnen drei Fälle aufgeschrieben, die berühmt sind. Franz Kafka hat wunderbare Manuskripte geschrieben zu Lebzeiten, hat aber verfügt, dass nach seinem Tod alle Manuskripte verbrannt werden und sein Testamentsverwalter Max Brod hatte nichts anderes und nichts Besseres zu tun, als alle Manuskripte auf den Markt zu bringen. Zum Glück, sonst hätten wir diese traurig schönen Romane von Kafka nicht mehr. Ähnlich Günter Grass in der FAZ. Er hat mal an einen FAZ-Redakteur geschrieben, eine E-Mail, längere E-Mail, wo er sagte, ich habe was mit den Nazis zu tun gehabt. Und was hat der Redakteur sofort getan? Er hat die E-Mail genommen und in die FAZ hineingebracht. Dritter Fall, WikiLeaks und die Afghanistan-Berichte.
Es kommt jetzt neuerdings immer wieder vor, dass der Paragraph 12 leicht missbräuchlich genutzt wird, um missliebige Papiere einzustampfen. Im Fall Afghanistan-Papiere ging es um Papiere, die das Verteidigungsministerium rausgegeben hatte an die WAZ-Gruppe. Und die WAZ-Gruppe hatte nichts Besseres zu tun, als die Papiere dann übers Internet zu verbreiten. Das Verteidigungsministerium sagte dann, dass eine Unverschämtheit greift den Paragraph 12 an, denn ob und wie das Werk Afghanistan-Papiere veröffentlicht wird, entscheiden wir. Und du hast dagegen verstoßen. Das Merkwürdige an dem Fall ist, seit wann sind Aufmarschbefehle des Verteidigungsministeriums urheberrechtlich geschützt? Zweite Frage, wieso kann das Verteidigungsministerium sich gerieren als Urheber? Das ist ein nicht übertragbares Recht, das dem Urheber zugutekommt. Und dritte Frage, ist das nicht von Zitatrechten, Presserechten abgedeckt? Inzwischen nach vielen und langen Auseinandersetzungen hat der EuGH gesagt, das ist zugunsten der WAZ-Gruppe zu lösen. Die Pressefreiheit gebietet es, großzügig mit den Schranken umzugehen und die Ansprüche des Verteidigungsministeriums zurückzuweisen. Zweites Recht ist die Namensnennung. Die steht in § 13. Der Urheber entscheidet über die Urheberbezeichnung. Er entscheidet also, ob und wie er genannt werden will als Urheber. Das ist ein großes Problem, vor allem für Fotografen, weil Fotografen, die mit ihren Fotos beklaut werden, werden ja nicht nur um ihr Geldrechte gebracht, sondern meistens fehlt dann auch noch die Namensnennung, die Nennung des Fotografen. Deshalb sagt die Rechtsprechung, das wäre sogar ein Bereich, wo man doppelten Schadensersatz ausweisen kann, wo der Fotograf also zweimal Schadensersatz kriegen kann, wegen Verletzung der Namensnennung und wegen Verletzung der Geldrechte, die später noch kommen. Gibt es auch ein Namensnennungsrecht des Programmierers? Das sind Urheber im Sinne des Urheberrechtsgesetzes. Damit müssten eigentlich auch Programmierer eine Namensnennung haben, so OLG haben. Was denken Sie darüber? Ich habe dazu einen Fall, glaube ich, in den Unterlagen. Warum muss man bei Filmen den Catering Service, den Best Boy, den Kabelträger benennen? Das sind keine Urheber im eigentlichen Sinne. Trotzdem muss es einen Nachspann geben, der manchmal 5 Minuten dauert. Das hat zu tun nicht mit Urheberrecht, sondern mit den amerikanischen Filmgewerkschaften, die Filmindustrie dazu verpflichtet haben, solche Namenssendungen großzügig zu handhaben. Drittes Recht, und das ist sicherlich das wichtigste Recht, der Kampf um das Entstellungsverbot, § 14, da steht dann, der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werks zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden. Der Urheber kann also Entstellungen verbieten, und die Formulierung ist sehr großzügig. Es muss nur geeignet sein, seine berechtigten
Interessen zu gefährden. Und der Grundsatz kommt jetzt wieder, in dubio pro auctora, jeder Zweifel geht zugunsten des Urhebers aus. Es ist ein nicht abdingbares Persönlichkeitsrecht. Und ein Beispiel dazu, wenn man ein berühmtes Gemälde von Munch so verhunzt wie Rechtsgeschehen, wäre das eine Entstellung und dagegen kann man als Urheber oder als Erben bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers massiv vorgehen, was auch gemacht wird. Es ist ziemlich schwierig, das Entstellungsverbot zu konturieren. Man muss ziemlich genau auf den Einzelfall gucken. Ich habe mir auch geschrieben, Entstellungsverbote im Film. Da gibt es zum Beispiel Schindlers Liste, wurde unterbrochen in Schweden durch Werbung für Seife im Privatfernsehen. Und das ist natürlich verboten. Man muss nicht hinnehmen, dass solche bedeutenden Filme so brutal und krass durch Werbung unterbrochen werden. Es taucht natürlich die Frage auf, wieso kann man noch Filme bei RTL zeigen? Das ist ein Werbesender mit kleinen Spielfilmsequenzen. Aber wer bei RTL einen Film produziert oder Filmrechte verkauft, weiß, dass RTL als Privatsender solche Werbeunterbrechungen macht. Also das Entstellungsverbot gilt nicht, wenn der Urheber individuell hinnimmt, dass bestimmte Veränderungen des Filmmaterials gemacht werden. Im Film spielen auch eine Rolle Kürzungen. Also ein Dokumentarfilm Rudi Dutschke, der 90 Minuten dauert, auf 10 Minuten zu kürzen, ist verboten. Eingriff ins Entstellungsverbot. Oder was auch berühmt war, die Nachkolorierung von John Huston-Filmen, Schwarz-Weiß-Filmen. Auch das ist eine Entstellung des Filmmaterials. Wenn Sie John Huston kennen, dann ahnen Sie, welcher Bedeutungsverlust von einer nachträglichen Kolorierung von Schwarz-Weiß-Filmen ausgeht. Entstellungsverbote gibt es auch in der Kunst. Berühmter Fall habe ich ihn abgedruckt in den Unterlagen. Reichsgericht. Der Maler de Dublin hat an die Wand eines Wohnzimmers eine nackte, dicke Frau hingemalt. Und die wurde dann, als das Haus später verkauft wurde, übermalt, mit einem BH versehen. Das war, galt dann nachträglich als unanständig und wurde also verändert. Und Reichsgericht schon sehr früh ganz klare Entstellung, eine Malerei so zu verändern, dass man die Aussage verändert, geht gar nicht. Geht aber übermalen der Wohnzimmerwand mit einer ganzen Raufasertapete, sodass man die nackte Frau gar nicht mehr sieht. Zerstörung des Kunstwerkes, ist das eine Entstellung. Bis vor kurzem haben wir in Deutschland geglaubt, die Zerstörung ist der Höhepunkt der Eigentümerfreiheit. Zerstören darf man. Na, wenn Sie sich mal klar machen, auch von den Grundrechten, die eine Rolle spielen, es prallt Artikel 14 Eigentümerfreiheit auf Artikel 14 Urheberrecht. Ist ja auch durch Artikel 14 geschützt. Also wie löst man die Balance zwischen den beiden gleichrangigen Rechten? Der BGH war früher der Überzeugung, zerstören geht. Das hat er jetzt gerade aufgegeben und hat den Fall einer nachträglichen Zerstörung eines Kunstwerkes an die unteren Instanzen zurückverwiesen. Ganz besondere Rolle spielt die Entstellung bei Architekten. Hier mal ein berühmter Fall. Der Berliner Hauptbahnhof.
Da hatte Herr Meedorn, so hieß damals der Bahnchef, die Idee, man könnte das doch alles verändern und könnte den Bahnhof anders planen als der Architekt Gerkan, sodass die erste Klasse von ICEs regelmäßig im Regen steht. Dann hat er noch andere Elemente rausgenommen, just nach seinem Geschmack oder Nichtgeschmack. Und da hat Herr Gerkan gegen geklagt und gewonnen. Also, die Faustregel in der Architektur heißt, man darf nicht sich selber an die Stelle des Architekten setzen. Das ist schlichtweg ausgeschlossen. Also, wenn der Bauherr sagt, ich finde andere Dinge schön, als der Architekt gemacht hat, geht es nicht. Man darf aber die wirtschaftlich-technischen Grundlagen anpassen. Ich habe in dem Fall aufgeschrieben, eines Wohnhauses mit Toilette. Also, das war ein Fall in Münster. Ein Haus wurde geplant. Es wurde vergessen, eine Toilette einzubauen. Dann kann natürlich der Bauherr sagen, ich kann das Haus ja gar nicht nutzen ohne Toilette. Und ich baue nachträglich das Haus so um, dass eine Toilette reinkommt. Man darf aber nicht wie beim Berliner Hauptbahnhof, just weil irgendwas einem nicht passt, was abändern, das geht nicht. Und katholische Kirche in Münster war eine katholische Kirche, die nachträglich verändert worden war. Man hatte die umgebaut, auch um den Zwecken des veränderten modernen Gottesdienstes zu entsprechen. Die Architekten haben geklagt und der BGH sagt, das war eine Veränderung, die nicht wirtschaftlich-technisch geboten ist. Also hier Wohnhaus ohne Toiletten. Es ist eher ein Fall Medon Berliner Hauptbahnhof, aber die katholische Kirche darf nach Artikel 137 Absatz 3 frei entscheiden, relativ frei entscheiden im Rahmen der allgemeinen Gesetze, welche liturgischen Besonderheiten für eine Kirche gelten und darf daher umbauen. Ja, hier habe ich noch mal aufgeschrieben, das Urheberpersönlichkeitsrecht gibt es an vielen Orten, um zwei Vorschriften noch zu zeigen. 34 Absatz 3, gucken Sie sich das mal an. Da steht doch irgendwas drin, man darf, gucken wir mal zusammen. Ein Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden. 34.1. 34.3. Ein Nutzungsrecht kann ohne Zustimmung übertragen werden, wenn die Übertragung im Rahmen der Gesamtveräußerung eines Unternehmens geschieht. Aber dann steht in Absatz 2, der Urheber kann das Nutzungsrecht zurückrufen, wenn eben die Ausübung nach treuem Glauben nicht zuzumuten ist. Und Satz 3, Satz 2 findet auch dann Anwendung, wenn die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sich wesentlich ändern. Das wäre also genau der Fall. Ich kaufe 30, 40% Anteile an einem Verlag. Das kann ich machen ohne Zustimmung von den Urhebern. Aber die Urheber können nach Satz 2 ihre Nutzungsrechte zurückrufen im Rahmen von treuem Glauben. Und denken Sie an in dubio pro auctore, wenn die Autoren eine plausible Begründung nennen, warum die Nutzungsrechte nicht in einem veränderten Unternehmen liegen sollen, können Sie einem solchen M&E, Mergers and Acquisitions Prozess, widersprechen.
Wo auch noch Urheberpersönlichkeitsrechte gelten, ist Paragraph 42, das ist das berühmte Rückgriffsrecht wegen wandelnder Überzeugung. Wenn ich der Überzeugung bin, dieses Werk möchte ich nicht mehr, dann kann ich es zurückrufen. Und auch da macht sich deutlich, welche Rolle der einzelne Urheber hat. So, soweit diese Folge zu Urheberpersönlichkeitsrechten. Nächste Folge wird dann sein, welche Verwertungsrechte, Geldrechte gibt es. Das spielt natürlich auch heute eine sehr, sehr bedeutende Rolle.